bin so dumm, ich 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 bin so dumm, Alter, ich bin so dumm. Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash Royale mit mir, Fred. Und wir wollen heute mal gucken, Supercell oder beziehungsweise Clash Royale hat gewonnen, das Spiel des Jahres, das Mobile Game des Jahres 2016 heißt Clash Royale. Wir wollen ja gleich nochmal, also ich werde meine Meinung dazu gleich noch ein bisschen äußern. Wir wollen jetzt natürlich direkt reingehen in den Spiel, aber ihr seht schon, ich habe eine Magietruhe bekommen. Es hat sich gelohnt, ich blende auch mal ein, meinen Truhenzyklus, damit ihr das seht, dass es tatsächlich funktioniert. Und wir starten jetzt mal direkt und gucken mal gegen Angel von Los Aces. Mal gucken. Also, so, mal schauen. Ich werde versuchen, gleich noch ein bisschen darüber zu reden, über das Spiel des Jahres. Aber es wird natürlich schwierig, immer gleichzeitig zu reden, zu spielen, sich zu konzentrieren, ne? Ist ja bei mir eh so eine Sache. Also müssen wir gucken, dass wir da auf jeden Fall es hinbekommen. Dass wir da gescheit ein bisschen reden. Okay, er hat den Sepp. Ganz gut zu wissen, dass er den Sepp hat. Ich muss mal eben überlegen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Ich denke aber mal, wir nehmen den Mega-Lakai und setzen dann... Oh nein. Planänderung. Nämlich, wir kontern selber. Pass mal auf. Wir kontern jetzt selber. Und jetzt haben wir hoffentlich genug... Nein. Na komm, das war so blöd. Das war so dumm. Au, da habe ich mich selber rausgezogen. Okay, er hat den... Wir müssen jetzt mal ganz kurz rekapitulieren, was passiert ist. Er hat den Inferno-Turm. Was eigentlich schon mal für uns kein Weltuntergang ist. Denn, sagen wir mal ehrlich, der ist nicht so... Er ist schlagbar. Er ist auf jeden Fall schlagbar. Und jetzt geht er auf meinen Ofen drauf. Das macht aber auch nichts. Ofen ist jetzt zwar gleich kaputt. Einer kommt noch raus. Okay. Er hat den Inferno-Turm. Wir haben aber den Blitz. Wir müssen ihn nur gescheit spielen können. Das ist aktuell das Problem, was wir haben. Wir können ihn aktuell nicht gescheit spielen. Er hat den Sepp, habe ich nicht dran gedacht. Aber er seppt zwar, aber mal gucken. So. Es wird so ein hartes Match wieder. Das Problem ist, ich kann ihn nicht spielen. Ich kann den Königsriesen nicht spielen. Er wird gleich den Inferno-Turm setzen. Passt mal auf. No, okay. Kommen wir dran. Nein. Muss ich tatsächlich opfern? So, 300 noch. Alles kein Akt. Nein, ich hab mich wieder vertan. Oder nein, wir haben uns nicht vertan. Pass mal auf. Komm, setz in den Inferno-Turm sauber. Schön in den Inferno-Turm setzen. Schön. Dankeschön. Komm. Hinterher. Wir holen uns den Turm jetzt. Dann haben wir ihn. So, jetzt weiß ich nämlich, wie er spielt. Jetzt holen wir ihn uns. Pass mal auf, Kollege. Wir haben die eine Krone für die Kronentruhe schon. Sehr gut. Oh, wir machen nicht immer den gleichen Fehler wie eben. Wir lassen uns diesmal nicht seppen. Nein. So. Lassen uns nicht seppen. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt zu überlegen. Wir gehen da vor. Und werden jetzt gleich mal abwarten. Oh, gut, danke. Ja, super. Komm, setz in den Inferno-Turm, sehr gut. Ah, mit direkt weggemacht, sehr gut. Wenn du einmal weißt, dass er den Inferno-Turm hat, kein Problem. Ja, sauber, die sind jetzt auch tot. Und wir können weiter vorgehen. Er hat selber den Königsriesen. Na, er gibt nicht auf. Muss man ihm hoch anrechnen, er gibt nicht auf. Aber wir können einen Schuss können wir noch machen. Ja, das war natürlich jetzt mehr oder weniger Verzweiflung, was er gemacht hat. Okay, jetzt. Gleiches Spiel wie eben. Ich muss nur... Ja, verdammt, das war blöd. Das war dumm. Oh, Ich bin so dumm. Alter, ich bin so dumm. Das war die unnötigste Niederlage aller Zeiten. Warum setze ich den Königsriesen denn zuerst? Es ist so unnötig gewesen. Oh Mann, ey. Das regt mich jetzt so auf und das wird jetzt mein Gegner hoffentlich zu spüren bekommen. Hoffentlich.
Hoffentlich bekommt er es jetzt zu spüren, aber... Mann, bin ich blöd! Ich bin so dumm! Wenn Dummheit stinken würde, dann könnte man hier nicht mehr atmen, ey. Mann, ja, schön. Hab den super! Den Sepp. Mann, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, weil ich so sauer bin, ey. Mann, ey. Ich muss echt runterkommen jetzt. Es ist schwierig. Ich muss jetzt wirklich runterkommen. Ich bin gerade an einem sehr kritischen Punkt, wo ich sehr sauer bin. Sehr sauer. Ruhig, Fred. Ruhig bleiben. Nicht durchdrehen. Ja, er hat den. Er hat ja die Skelettarmee, deswegen. Hat er die Skelettarmee gehabt? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, er hat auf jeden Fall den Ärger. Er hat, glaube ich, das Kampfholz, oder? Hat er das Kampfholz? Ah, der Turm ist down, schön. Der Turm ist down von uns. Boah, bin ich sauer gerade. Mann, ey. Oh, die springen sogar noch zweimal. Komm, gib ihm doch einmal jetzt noch. Ah, 400 noch. Ich kann mich auf nichts konzentrieren. Ich wollte noch erzählen, warum Clash Royale nicht das Spiel des Jahres für mich ist. Und das kannst jetzt auch in eine Tonne kloppen, mehr oder weniger. Das ist jetzt auch hinfällig. Weil ich mich nicht konzentrieren kann. So, jetzt mache ich die mal eben platt da vorne jetzt. Mann, bevor die mich noch weiter nervt. Oh, die sind kaputt. Okay, wir haben den Turm jetzt. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's auf der anderen Seite weiter jetzt hier. Wir müssen mal eben kurz die Musketieren wegmachen. Bevor sie uns doch gefährlich wird. So, du noch dahin. Jetzt habe ich endlich mal das Holz. So nicht. Wirklich. Mann, nicht reizen. Die Folge entwickelt sich auch schon wieder in eine komplett andere Richtung, wo ich das eigentlich vorhatte. Ich dachte, wir reden jetzt hier schön über das Spiel des Jahres und warum Clash Royale das Spiel des Jahres ist und so weiter. Und dann passiert es. Und dann verliere ich auf so dumme Weise. Also, bevor ihr mich falsch versteht, es war zu 100% meine eigene Schuld. Also, ich will nicht dem Gegner irgendwie sagen, der Gegner hätte Glück gehabt oder so. Nein. Es war zu 100% meine eigene Schuld. Das auf jeden Fall, Leute, nicht falsch verstehen. Da nehme ich die volle Schuld auf mich. Das war komplett meine Schuld. Aber wir können es jetzt besser... Ja, wir haben es besser gemacht. Es müsste reichen. Jawohl. Mann, ey. Boah, jetzt habe ich es wieder gut gemacht. Jetzt können wir endlich gleich mal... Jetzt werde ich auch eine Wiederholung zeigen. Jetzt können wir endlich mal drüber reden. Mann, ey. Goldtruhe, ich hab's gesagt. Nächste Truhe im Zyklus ist eine Goldtruhe. Wir können die Kronentruhe öffnen. Die können wir nicht in Auftrag geben. Wir öffnen jetzt die Kronentruhe. Und das habe ich mir jetzt verdient. Mann, diese Aufregung. Elite-Barbaren, Knall, Eichgeist und die Valkyrie 8-mal. Okay, wunderbar. Kurzer Cut. Wir werden mal eben ganz schnell... Werden wir jetzt mal eben eine Wiederholung angucken. Dann reden wir weiter. Bis gleich. Wir spielen gegen Q Navigation von QTR. Und jetzt kann ich endlich mal reden. Also, ich weiß nicht genau, wer das entscheidet, wer das Spiel des Jahres wird. Auf jeden Fall hat Clash Royale gewonnen, sowohl im App Store als auch im Google Play Store. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an die Entwickler, herzlichen Glückwunsch an Supercell. Man muss natürlich sagen, auf der einen Seite, das Spiel ist natürlich auf der einen Seite mega geil. Es macht schon Spaß zu spielen, aber ob es wirklich das beste Spiel ist und ob es nicht vielleicht noch so ein paar andere Spiele gibt, die da besser sind, also... Was mich ein bisschen immer gestört hat bei Clash Royale, ist immer dieser mega Pay-to-Win-Aspekt, der da ist. Also, ich weiß nicht, nicht unbedingt Pay-to-Win, aber das ist, dass man immer so unterschwellig dann doch dazu aufgefordert wird, Geld zu investieren in das Spiel. Weiß ich nicht, ob das dann so richtig ist, dass man das Spiel dann zum Spiel des Jahres macht. Übrigens, gerne könnt ihr mir eure Meinung dazu posten in die Kommentare, ob ihr dafür seid, ob das die richtige Wahl ist. Was ist euer Spiel des Jahres? Und noch ein Angebot. Ich wollte sowieso mal so eine Liste machen. Meine Top 5 Spiele, Mobile-Spiele des Jahres 2016 und meine Top 5, oder vielleicht so einen kleinen Ausblick auf Spiele vielleicht 2017 schon mal. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das gerne mal machen. Lasst es mal mich wissen mit einem Like. Dann werde ich mich da mal dran setzen und werde da mal was ausarbeiten. Und ja, ich wollte auch noch irgendwas erwähnen. Ah, genau. Matthias, der kleine Schlawiner, schuldet mir noch Geld. Der kleine Schlawinski, der schuldet mir noch Geld. Und was noch viel wichtiger ist, okay, sind nur 10 Euro. Da kann ich noch drüber hinwegsehen. Aber was noch viel wichtiger ist, der kleine Schlawiner schuldet mir noch ein Essen beim Griechen.
Wir haben hier so einen mega geilen Griechen in der Nähe, der schuldet mir noch ein Essen. Und das schon seit Monaten. Mein lieber Freund, Matthias, Wettschulden sind Ehrenschulden. Und bei sowas, bei solchen Geschichten, werde ich fuchsig. Da werde ich richtig fuchsig. Und da könnt ihr ruhig mal Matthias unter seine Videos schreiben, dass Wettschulden Ehrenschulden sind, ja? Ich habe euch geschickt und das könnt ihr ihm ruhig mal da drunter schreiben, dann weiß er Bescheid, dass ihr von mir kommt. Ja, der Kleine. Naja, hat er vielleicht doch noch zu viel Stress bei der Hochzeit gehabt oder so. Die ist ja, okay, die ist schon ein bisschen her. Die war ja im September. Jetzt ist schon Dezember. Und um mal wieder zurückzukommen, was haltet ihr von der Wahl Clash Royale Spiel des Jahres? Ist das für euch eine nachvollziehbare Entscheidung oder nicht? Was mit Clash of Clans? Da steht ja bald das Update an. Wird es sich da nochmal drehen oder nicht? Das ist die Frage, ne? Wird Clash Royale den Spieß nochmal umdrehen? Ich glaube schon. Ich glaube, da werden sich einige noch umgucken. Werden dann sagen, das wird noch nicht das Ende sein. Uli Hoeneß wird sagen, Freunde, das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Clash of Clans kommt nochmal wieder. Und wie? Und wie? Aber nun gut. Das Spiel ist vorbei. Ich habe Einzel gewonnen und nach dem ersten Match zumindest noch das zweite Match gewonnen, Alter. Ihr habt es, glaube ich, gemerkt, da war ich echt ein bisschen stinkig. Muss man sagen. Und ja, das war die Folge für heute. Morgen kommt der Knoten sauber. Ich freue mich schon so. Und den kriegen wir hoffentlich aus einer der Magietruhen. Ich denke mal schon. Und dann, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr eine Top 5 der Spiele haben wollt 2016, lasst auch nochmal einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einer Runde Clash of Clans, Clash Royale und Castle Crush mit Winfried. Macht's gut. Noch einen schönen Tag. Tschüss.